Hallo, mein Name ist Andrea Schildhorn und ich bin Leiterin des Stuttgarter Regionalbüros des Deutschen Stiftungszentrums. Ich möchte Professor Thomas Korn und Professor Martin Kerstensteiner mehr Gehör verschaffen, die heute mit dem Forschungspreis 2023 der von uns betreuten Roman Marga und Mareile Sobeck Stiftung ausgezeichnet werden. Der Preis ist mit 100.000 Euro die europaweit höchst dotierte Auszeichnung in der Multiple Skleroseforschung. Wir interessieren uns für T-Zellen, weil T-Zellen im Zentrum von Immunantworten stehen und diese determinieren und orchestrieren sowohl was Krankheitsabwehr als auch was Autoimmunität, wie bei Multiple Sklerose angeht. Und wenn man das versteht mechanistisch, dann kann man Zielstrukturen definieren für therapeutische Interventionen. Was wir jetzt erstmals machen konnten, ist, dass wir einen sogenannten genomweiten CRISPR-Screen gemacht haben. Das heißt im Endeffekt, man guckt sich jedes einzelne Gen im Genom an und fragt, ob dieses Gen in der Lage ist, das Einwandern von T-Zellen in das zentrale Nervensystem entweder einfacher zu machen oder es in gewisser Weise schwerer zu machen. Wir gratulieren den beiden ganz herzlich und wünschen allen Forschenden, Stiftenden und Ihnen allen frohe Weihnachten und vor allem ein gesundes neues Jahr.